auch zum ersten Mal. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute sind wir mal was ganz, ganz Neues. Heute bin ich in wunderschönen, geilen Saalbach. Mega geil. Diese Woche, wir haben jetzt den 8.8. glaube ich, ja, war Bikecamp, Premium Bikecamps. Da habe ich jetzt keine Vlogs gefilmt, weil nicht so gutes Wetter und so und muss ja nicht sein. Aber ihr seht ja bestimmt demnächst RAW-Aufnahmen von. Aber heute filme ich mal einen Vlog. Ich fahre jetzt hier gerade einen Reiterkugel hoch. Wir fahren jetzt gleich mal Blue Line. Ja, mal gucken, was so geht. Ich kenne die Strecken halt schon. Ich habe euch halt jetzt beim Bikecamp nicht mitgenommen, weil das war halt ein bisschen dumm dann. So, ja, ich würde sagen, mega geil. Wir fahren jetzt Blue Line. Viel Spaß. Los geht's. Nein, los geht's. Das ist halt gut, das ist gut rutschig. Auch beim Swellen. Hier im Kern. Ich kann es nur empfehlen. Also da lernt man echt viel dazu. Muss ich echt sagen. Macht echt Bock. Großes Lob nochmal am Premium Bikecamps, wie die das da gemacht haben. Sau gut. Aber jetzt warten wir mal gerade hier. Sau gut gemacht. Ja, also wirklich mega geil. Also dieses Jahr waren halt richtig viele Trainer. 15 Stück oder so. Und als Pro halt war Tobi Robel und Patrick Schweiger. Mega korrekt. Ich muss ein bisschen abbremsen. Hier einfach runterknallen. Könnte man schon mal abziehen. Dann hinterm Gitter da rein. Ja, man lernt auf jeden Fall auch neue Leute dazu und auch sowas dazu. Also man lernt neue Leute kennen. Hier dieser Rollride, 35 Meter, boah, das ist schon geil. Gleich fahren wir mal, denke ich, die Pro-Line. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsline hier. Ach Gott, jetzt fahre ich nicht in. So, weiter geht's. Jetzt ist das geilere Stück vorbei. Übrigens, meine Bremsen kamen einfach immer noch nicht an, also ob sie jetzt da sind, weiß ich nicht, aber vor dem Urlaub jedenfalls nicht. Stück endet Blue und Pro miteinander. So, wenn es hier nach, wenn es matschig ist, kann man hier seine Bikes putzen, weil sonst kommt man nicht mit dem Lift. Ja, jetzt Pro Line. So, hier Pro Line, dann kommt erstmal der Top, dass keine Anfänger hier reinfahren.
Der ist relativ groß, kann ich euch schon mal sagen. So, geht's hier lang. Hier einfach rein. Ach, das ist halt echt geil, die Proline. Die bockt echt richtig hart. Hallo. Das ist wirklich meine. Boah, fast rausgefallen. Meine Lieblingsline hier in Saalbach. Wir fahren jetzt erst die ganz normale Strecke. Danach fahren wir noch eine Runde die Nebenlines. So, weiter geht's. Wir sind ganz fair. Gleich fahren wir hier die Nebenlines, wie gesagt. Hier rechts. Dann kommen noch ein paar andere. Den Boner bin ich noch gar nicht gesprungen, fällt mir noch ein. Ach, das war scheiße. Und hier links geht auch noch irgendeine Leine. So hier, wie sie. Hier noch so ein komischer Transfer. Also die Leine sind echt geil. Tschau. So, nächstes Stück. Hier kann man einfach so runtertroppen. So muss ich die Strecke auf jeden Fall erstmal angucken. Hier geht es einfach ganz chillig weiter. Diese Kurve so ekelhaft. Ja, einfach ganz rollen, chillig rollen lassen. So, da haben wir so ein kleines Steinstück. Hier ist ein Bach, kleine Abkühlung für die Schuhe. So, nächste Abfahrt gemacht. Jetzt fahren wir noch die ganzen Nebenstücke, die Eyeline oder wie die heißt. Die zeige ich euch jetzt noch. So, jetzt fahren wir hier rechts Eyeline. Den Drop bin ich schon gefahren. Wir haben uns gerade den Stepdown angeguckt. Jetzt fahre ich mit dem Stepdown. So, hier. Nicht zu sehr einscheißen. Sehr steil, aber es geht fit. Dann hier ganz chillig. Langsam drüber. So, und jetzt fahren wir noch den Boner nach unten. So, jetzt zeige ich euch gerade noch den Drop. Dann fahren wir im Boner. Hier beim Boner. Nee, Quatsch. Hier beim Drop drauf achten. Schön chillig langsam. Und übelst nach links ziehen. Jo, vorne auch zum ersten Mal. Jetzt kommt hier noch so ein kleines Laufschuhstückel. Hier einfach rollen lassen. Ganz zart bremsen. Und springen. Und hier die Hip. Tschu. So. Ich guck mir gerade mal das Stück hier an, dann fahren wir das mal. So, jetzt fahren wir das Ding mal hier. Einfach übersendet.
eben ein bisschen eingeschissen. Sprengt, ja. Das ist halt scheiße. 2 Jahre in die Ordnung. Jetzt kommt so ein geiles Waldstück. Kann man richtig ballern. Manuell, hier ein bisschen rutschen, hier noch einen Sprung.